Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam und Salam Nicht-Muslime. Bevor wir auf das eigentliche Thema eingehen, inshallah ta'ala, möchte ich noch kurz klarstellen, dass wir eigentlich alle wissen sollten, dass die Musik haram ist. Doch darauf möchte ich eigentlich nicht eingehen und deswegen packe ich hier oben in der Videobeschreibung ein Video mit Beweisen, dass die Musik haram ist. Und wir sollten darüber nachdenken, in der Zeit, als das Verbot bezüglich der Musik kam, gab es nicht so eine Art von Musik, wie es sie heute gibt. Wallahi, die Musik von heute ist viel schlimmer als die Musik von damals. Und wenn die Musik von damals schon haram war, was ist sie nun? Laut meinen Erkenntnissen gibt es Rapper, die Muslime sind, die sich schon seit einiger Zeit streiten. Und ich glaube nicht, dass die sich auf beste Art und Weise streiten, beziehungsweise, dass sie auf beste Art und Weise diskutieren. Nein, vielmehr benutzen sie schmutzige Wörter. Und hiermit warne ich euch offiziell vor ihnen und ich warne diese Brüder, mit der Musik aufzuhören. Schlimm genug, dass es haram ist. Und was auch schlimm ist, dass man hört, dass jemand zu dir kommt und dir sagt, ja, warum ist denn Musik haram? Rapper XYZ ist doch auch ein Muslim. Guck, er macht auch Musik. Ist doch kein Problem. Dass man schon die Musik in Bezug auf den Islam nimmt, so dass man sagen kann, ja, diese Rapper sind auch Muslim und sie machen auch Musik. Also kannst du auch Musik machen oder du kannst auch Musik hören. Ist echt ein Riesenproblem. Liebe Brüder im Islam, Geld hin, Geld her, Fame hin, Fame her. Dieses bringt uns nichts. Und wenn ihr sagt, ihr seid Muslime und ihr glaubt an Allah subhanahu wa ta'ala und an seinen Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und am Tag der Auferstehung, dann wisst ihr, dass ihr gerade etwas Abscheuliches tut und ihr dafür zur Rechenschaft gezogen werdet und wegen euch viele der Muslime in die Irre gehen und deswegen kehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Mehr will ich hier auch nicht mehr sagen. Und in den nächsten Tagen, inshallah, wenn nicht sogar morgen, inshallah, erscheint hier auf diesem Kanal ein Video bezüglich Traumhochzeit aus der Sicht des Islam. Und bis dahin, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam und Salam, nicht Muslime.